Es war eine wunderbare Vollmondnacht. Das Flederschwein tat, was es am liebsten tat. Rumhängen und himmlische Himbeeren essen. Als plötzlich auf dem Rübenacker nebenan die Rüben verschwanden. Das Flederschwein wollte der Sache auf den Grund gehen. Das Flederschwein wunderte sich, wo es plötzlich gelandet war. In einer riesigen Höhle, in der es von geschäftigen kleinen Tieren nur so wimmelte. Ahoi, ich bin Flederschwein. Und du? Tut mir leid, sind in Eile. Keine Zeit. Wir müssen Rüben sammeln. Aha, Rüben sammeln. Aber warum? Ich glaube, ich frag mal da oben nach. Ahoi, habt ihr vielleicht kurz Zeit? Tut uns leid, sind in Eile. Keine Zeit. Wir müssen Rüben ernten. Aber warum macht ihr alle so viel Stress? Sonst frisst er uns, der Nimmersatt. Der Nimmersatt? Wer ist der Nimmersatt? Gut. Krampf. Mittagessen gut. Krampf. Abendessen gut. Krampf. Mehr. Es gibt nicht mehr. Gibt nicht mehr? Dann fress ich dich. Ein Flederschwein muss tun, was ein Flederschwein tun muss. Stopp, Nimmersatt! Wer wagt es? Ich, Flederschwein, Retter der Unterwelt. Flederschwein, Retter der Unterwelt? Egal, dann fress ich eben dich. Mich kriegst du nicht. Krieg ich doch. Ups. Ups. Jetzt aber schnell raus aus dem Monstermaul. Volle Flederkraft voraus. Oje, willst du mich jetzt wirklich fressen? Dann kann ich nie mehr den Mond sehen und nie mehr himmlische Himbeeren essen. Himbeeren? Was ist das? Himbeeren kennst du nicht? So saftig und zart. Und du, Armer, musst immer nur runzlige, verratzte Rüben essen. Ja, ich Armer, ich will auch Himbeeren, so saftig und zart. Als das Flederschwein den jammernden Nimmersatt so betrachtete, kam ihm eine Idee. Die Himbeere ist über der Erde, Nimmersatt. Der Nimmersatt zögerte nicht lange und grub sich seinen Weg von der unteren in die obere Welt. Dem Nimmersatt werde ich die Himbeeren nicht überlassen. Sei vorsichtig, Flederschwein, Retter der Unterwelt. Wo ist denn die Himbeere? Schau dich um, Nimmersatt. Sie ist gelb und rund und wächst im blauen Feld. Gelb, rund, blaues Feld. Himbeere, ich komme! Himbeere, ja! Das Flederschwein wusste, wem es die echten Himbeeren mitbringen könnte, denn es glaubte daran, dass Himbeeren gut gegen Stress sind und auf keiner Party fehlen sollten.
Batpig den Nimmersatz zum Mond zu schicken. Das Monster Nimmersatt aber lief glücklich um die Erde. Und bis es merkt, dass alles nur ein Trick war, vergeht noch viel, viel Zeit. Thank you.